Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Profis persönlich. Mein heutiger Studiogast ist 1,90 Meter groß und wiegt 120 Kilogramm. Aber kein Fett, sondern pures Dynamit sozusagen. 2006 gewann er mit der Frankfurt Galaxy den World Bowl und spielt mittlerweile bei Frankfurt Universe. Was viele allerdings nicht wissen, tagsüber arbeitet er als Bankkaufmann. Wo treffe ich ihn? Wo treffe ich einen Footballspieler? Natürlich im Hooters in Frankfurt-Sachsenhausen. Um wen es sich dreht, das sehen Sie jetzt. Der letzte große Erfolg der Frankfurt Galaxy war zugleich auch der Höhepunkt in der Karriere von Martin Latka. Im World Bowl-Finale 2006 in Düsseldorf schlugen die Men in Purple die Amsterdam Admirals mit 22-7. Der vierte Titel für Frankfurt und die Stimmung am Überkochen, auch bei Martin Latka. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. So viel Freude, das ist echt der Hammer. Der Hammer war auch die Stimmung auf dem Römerberg. Die Frankfurter World Bowl-Sieger getragen von zigtausenden Fans. Bereits zum zweiten Mal stand der damals 24-jährige Martin Latka mit dem Club im Finale, spielte mit seinen 120 Kilogramm Kampfgewicht Fullback. Immer mittendrin im Gewühl. Ein Kumpeltyp, selbstbewusst, jedoch manchmal auch zurückhaltend und unauffällig. Aber er suchte die Nähe zu den Fans. Die liebten ihn dafür und trugen stolz seine Nummer 20 auf dem Trikot. Der charismatische Martin Latka ist für jeden Scherz zu haben, aber auch vom Verletzungspech verfolgt. Die Bänder gehen kaputt. Martin Latka kämpft sich wieder heran. Aber nach dem World Bowl 2006, nach 3 Jahren Profi-Football bei der Galaxy, ist Schluss für Latka. Während er zu den Hanau Hornets in die zweite Liga zurückkehrt, geht ein Jahr später, aber auch bei der NFL Europe und der Galaxy die Lichter aus. Beim Frankfurter Nachfolgeklub Universe ist Martin Latka sofort dabei, am Anfang sogar als Schatzmeister. Zudem wird er auch in den kommenden Jahren in der zweiten Liga noch immer seine heißgeliebte Nummer 20 tragen. Er will den verbliebenen Fans auch etwas zurückgeben, selbst wenn American Football in Frankfurt noch weit von dem entfernt ist, was er bei der Galaxy war. Aber Rom ist eben auch nicht an einem Tag erbaut worden. Ja, willkommen also Martin Latka bei Profis persönlich. Hallo und herzlich willkommen nochmal. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben eben in dem Einspieler nochmal die Bilder von der Galaxy damals gesehen. 2007 war das letzte Jahr, danach ist sie im Grunde genommen dann aufgelöst worden. Wenn man heute an die Zeiten zurückdenkt, hat man da immer noch Gänsehaut, wenn man daran zurückdenkt, oder sagt man, nee, das ist jetzt schon so lange her? Ja, auch von mir erstmal danke, dass ich hier sein darf. Man hat definitiv immer noch Gänsehaut, auf jeden Fall, weil das ist etwas, was man niemals vergessen wird. Das sind Gefühle, das kann man nicht beschreiben, was in einem vorgeht, wenn man aus diesem Tunnel läuft, mit der Musik, mit der Fanfare und dann eben wirklich die 35.000, 40.000 Leute anfangen zu jubeln. Kann man schlecht nachvollziehen, wenn man es nicht selbst erlebt hat, und das wird man nie vergessen. Und wenn man das sieht, dann kann man sich da auch immer wieder reinversetzen, und das ist was ganz Tolles. Fangen wir bei dir in der Karriere nochmal ganz am Anfang an. Du hast, glaube ich, Football spielen erst relativ spät angefangen, mit 17, glaube ich, und irgendwie dazugekommen durch die Schwester. Ja, ich habe mit 17 angefangen, das stimmt, bei den Pirates damals, jetziger Konkurrenzverein von uns. Das hat daran gelegen, dass ich viel NFL geschaut habe, als es früher noch im Fernsehen, auch im deutschen öffentlichen Fernsehen, übertragen wurde. Und habe dann im Endeffekt nur noch davon geredet. Und dann hat meine Schwester über einen Freund von ihr, hat dann gesagt, ich kenne da jemanden, der spielt Football. Und wenn du Football spielst, muss es denn die Galaxy sein. Weil dann natürlich logisch ich mich mit der Galaxy identifiziert habe. Da habe ich gesagt, Galaxy, da werde ich nie hinkommen. Ja, Hauptsache erstmal Football spielen. Und über den bin ich dann, wie gesagt, zu den Pirates gekommen. Was ist für dich der besondere Reiz an der Sportart? Ich finde, es ist eine sehr dynamische Sportart, es ist eben eine sehr schnelle Sportart. Das heißt also, es passiert sehr viel mit Explosivität, dann passiert wieder gar nichts, dann passiert wieder explosiv was, dann passiert wieder gar nichts. Und das ist in gewisser Weise sehr schön. Du musst immer 100% geben Pause, 100% geben Pause. Ist natürlich was, was den Spielfluss ein bisschen beeinträchtigt, ja, was dann eben viele Leute auch sagen, was der große Unterschied ist zum Fußball. Und du kannst eben mit dem ganzen Körper spielen. Das ist auch was für mich persönlich was ganz Tolles. Und
Es ist einfach super spektakulär. Also ich finde, Football bietet so viele spektakuläre Szenen, egal ob jetzt in der Offense oder Defense. Das macht einfach tierisch Spaß, sich das dann auch anzugucken. Wie war dann dein Weg vom Anfang, von den ersten Schritten im Football-Dasein bis zur Galaxy? Muss ja dann doch relativ schnell gegangen sein. Es ging überraschenderweise recht zügig. Ich habe mit 17 noch gar nicht gespielt. Ich habe nur mittrainiert, weil ich mit 18 dann erst spielen durfte bei den Herren. Hab dann bei den Pirates gespielt. Drei Seasons. Und bin dann, weil wir den Aufstieg nicht geschafft hatten, in die zweite Liga gegangen, zu den Hanau Hornets. Hab dann da zweite Liga gespielt und irgendwie habe ich da den Leuten gefallen. Und dann auf einmal kam der damals noch Patrick Esume, war damals der Galaxy National Coach, also der nicht-amerikanische Coach, kam dann kurz vorm Spiel zu mir und hat dann gesagt, ja, ich bin von der Galaxy und ich scoute dich heute. Da habe ich mir dann nur gedacht, warum hast du mir das nicht danach gesagt? Also warst du dann schon ein bisschen nervös und abgelenkt, ja, während des ganzen Spiels dann? Ja, weil es auch total überraschend kam. Also es hieß dann, während der Saison hieß es so von ein, zwei Seiten, hieß es dann, ja, und da ist bestimmt einer und die gucken bestimmt. Da habe ich gesagt, warum? Ja, ich bin hier in der zweiten Liga und bringe zwar ordentliche Leistung, aber es ist halt zweite Liga. Ja, und dann hat es aber doch geklappt. Dann gab es 2005 eine schwere Verletzung von dir mit Knie, Innenbandriss, Meniskus hinüber. Und 2006, ein Jahr später, dann der Titel. War das so vom Ring in die Traufe? Ja, vom Ring in die Traufe nicht, eher vom absoluten Tief zum absoluten Hoch. Also es war 2005 war ein sehr hartes Jahr, weil ich mich 2005 athletisch so gut vorbereitet hatte wie noch nie. Also ich war 2005 in der absoluten Topform meines Lebens. Und das hat sich dahingehend auch ausgezahlt, dass ich dann auf der Position, die hat sich H-Back Position genannt, das heißt, das ist so eine Art Zwitterposition zwischen Tight End und Fullback, da hatte ich mich eigentlich so ein bisschen auf die Starter Position vorgeschoben, war etwa gleichgesetzt mit den Amerikanern aus dem Jahr, was für einen Deutschen eben schon sehr, sehr gut war. Ja, und dann kam das erste Heimspiel, der erste Pass, das erste gefangene First Down und dann war es vorbei. Dann habe ich das vordere Kreuzband, war eigentlich schon pulverisiert, also der Arzt hat gesagt, das ist überhaupt nicht mehr da. Das Innenband war gerissen und der Meniskus war gerissen. Aber dann, ein Jahr später, 2006, dann das glückliche Ende der Geschichte, World Bowl-Sieger mit der Galaxy. Richtig, ja, also das war natürlich dann der Hammer. Das war ein Gefühl, das kann man auch wiederum nur ganz, ganz schwer beschreiben, weil einfach der gesamte Körper vibriert vor Freude. Das ist richtig, richtig cool. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Also ich bin auf den Fakt stolz und das muss ich sagen, auch mit einer die größten Sachen, die ich hier erreicht habe, dass ich mich eben von so einer schweren Verletzung innerhalb von einem Jahr wieder so rangearbeitet habe und mich athletisch wieder so fit bekommen habe, dass ich direkt danach wieder spielen konnte und eben auch im Kader mithalten konnte und dann mit dem Team zusammen den World Bowl-Sieg feiern konnte. Das ist, wie gesagt, mit eins der Sachen, wo ich am stolzesten drauf bin. Wie war es denn als Deutscher unter den ganzen Amis bei der Galaxy? Es war im ersten Jahr sehr gewöhnungsbedürftig, weil man ist da rangekommen und die Coaches, man hatte ja immer vorher eine Woche hatte man europäisches Camp sozusagen, wo nur Europäer gespielt haben. Und dann kamen die Amerikaner. Da wurde einem immer gesagt, ja, wenn die Amerikaner kommen, dann müsst ihr nicht hier irgendwie mit den Augen nach unten an denen vorbeigehen und müsst nicht zu viel Respekt vor denen haben und so. Aber das bekommst du nicht raus. Im ersten Jahr bekommst du es nicht raus. Also du bist dann echt da und oh mein Gott, der war auf dem College und der war auf dem College und der hat das gemacht. Und du als kleiner Wicht läufst da rum. Aber im zweiten Jahr, dann hat man sich dran gewöhnt. Dann ist man auch ganz normal mit denen umgegangen und sind nette Kerle. War denn irgendwann mal für dich auch der Traum da, in die USA zu gehen, Richtung NFL? Der Traum war von Anfang an da. Also ich denke, jeder, der es in die NFL Europe geschafft hat, hat diesen Traum. Ansonsten hat man einfach eine falsche Intention, weil Fakt ist, man war bei der NFL Europe Vollprofi, das ist richtig. Man hat allerdings auch nicht so viel verdient wie jetzt hier im Fußball oder ähnliches, wo man sagen kann, okay, ich mache das, bis ich 33, 34 bin, habe dann ausgesorgt. Das heißt also, man musste sich dann eben entscheiden, versuche ich es 3 oder 4 Jahre lang und gehe dann wieder zurück in meinen eigentlichen Beruf, wie ich es dann eben getan habe, / tun musste. Oder schafft man den Sprung? Und da war natürlich von mir die Intention da, dass ich diesen Sprung schaffen wollte. Hat halt nicht ganz geklappt. Und dann war es zu Ende mit der Galaxy. Dann fing die Zeit von Universe an. Da wollen wir gleich drüber reden, machen aber erst eine erste kurze Pause.
Wir sind wieder zurück bei Profis persönlich mit Martin Latka. Wir haben uns eben schon über die Galaxy unterhalten, war ja dann 2007 zu Ende. Dann ging es weiter mit der Universe. Die Galaxy-Fans hatten sich zusammengetan oder auch die Verantwortlichen und wollten das Football in Frankfurt nicht sterben lassen. War für dich von Anfang an auch klar, es ist zwar in der unteren Liga, aber da bin ich trotzdem dabei? Ja, es war für mich von Anfang an klar, die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, sie haben das vor. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich bin dabei. Also für mich war klar, ich werde entweder gar nicht mehr spielen oder dort. Weil nach dem Desaster im Endeffekt, was es ja war, auch bei mir persönlich, hatte ich eigentlich keine Lust mehr darauf, hatte mit dem Sport vollkommen abgeschlossen und dann kam eben diese Chance und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich nochmal spiele, dann dort und dann auch so lange wie es geht und höre dann irgendwann halt auf. Warum die Entscheidung, wenn irgendwann, dann dort? Weil die Leute einfach toll sind. Also die Leute, die das aufgebaut haben, diese alten Fans, die da ihr Herzblut reinstecken, was man ja jetzt auch bei den Helfern sieht am Spieltag und so, das ist einfach etwas, was ich so niemals für möglich gehalten hätte, was ich auch so nicht kenne und was ich auch so noch nirgendwo erlebt habe. Also dafür kenne ich jetzt andere Vereine zu wenig, als dass ich sagen könnte, das gibt's nirgendwo sonst, aber ich habe es noch nicht gesehen. Jetzt seid ihr mit Universe Jahr für Jahr aufgestiegen, immer eins höher, geht's noch eins höher, jetzt seid ihr in der zweiten Liga, kann man in Frankfurt vielleicht irgendwann wieder sagen, zu den ganz Großen in Deutschland zu gehören? Ich denke, wenn wir so weitermachen, wie wir es bis jetzt gemacht haben, schaffen wir das auf jeden Fall. Ob es dieses Jahr machbar ist, ist die Frage. Also wir sind letztes Jahr aufgestiegen mit einer sehr guten Saison. Haben nur ein Spiel verloren, das zwar kräftig, aber haben nur ein Spiel verloren. Und wir sind auf einem sehr guten Weg. Jetzt ist es allerdings auch so, dass die anderen Teams natürlich nicht schlafen. Das heißt, die verstärken sich auch, die holen ihre Starspieler, die bauen ihre Kader auf. Es gibt ein anderes Team aktuell, das auch sehr, sehr viel Werbung macht, für sehr viel Furore sorgt. Und es wird eine harte Saison, es wird eine schwere Saison, es wird eine spannende Saison. Ich denke, es wird auch eine sehr interessante Saison. Und ich persönlich freue mich drauf. Je höher die Herausforderung, desto besser. Ob es dieses Jahr klappt, ich kann es nicht versprechen, aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wenn du im Moment nicht am Football spielen bist, früher hast du gesagt, warst du Profi bei der Galaxy, klar, das ist natürlich jetzt bei Universe nicht möglich, dann bist du als Banker unterwegs. Wie lässt sich das unter einen Hut bringen oder war von Anfang an schon klar? Ich glaube, die Ausbildung hast du sogar schon vor der Galaxy-Zeit gemacht. Richtig, ich hatte meine Ausbildung gemacht 2001 bis 2004, war damals schon ein halbes Jahr in der Galaxy, habe meine erste Saison gespielt, habe dann die Ausbildung beendet und war dann eben Vollprofi die 3 Jahre lang, bin dann wieder zurück in den Beruf und das lässt sich wunderbar vereinbaren. Also ich war schon immer sportlich, ich habe schon immer viel Sport gemacht und der gehört einfach bei mir dazu, den werde ich auch weiterhin machen und ich denke, nur weil ich Banker bin, muss ich jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit abends immer mit meinem Hintern auf der Couch hocken, also das passt. Wie habe ich mir das vorzustellen, dann hinterm Schalter oder als was denn? Nein, ich bin Filialleiter bei einer Bank in Deutschland und ja, mache da halt meinen Job. Sonstige Hobbys oder gibt es überhaupt noch Zeit für andere Interessen? Ja, natürlich. Freundin steht natürlich an erster Stelle, das ist klar. Ansonsten gibt es ein paar Hobbys, Motorradfahren zum Beispiel, aber die hauptsächliche Zeit geht natürlich fürs Arbeiten drauf und dann eben abends der Sport hinterher und alles andere, wie gesagt, hobbytechnisch Motorradfahren oder so wird eben am Wochenende gemacht und dann eben die Frau so oft sehen, wie es geht. Wir wollen gleich noch ein bisschen mehr über dich erfahren, komm zur Rubrik, kurz gefragt, schnell geantwortet. Ja, Lieblingsessen von dir? Lieblingsessen ist was ich eigentlich nicht weiß, wie es heißt. Das sind so Schokokuchen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen, aber die sind der Hammer. Lieblingsgetränk? Extrem kaltes Mountain Dew. Aber muss dann extrem kalt sein, oder? Es muss extrem kalt sein. Kurz vorm Gefrierpunkt, oder? Richtig. Gibt es sowas wie ein Lieblingsurlaubsziel, irgendein Land, wo du gerne bist? Amerika finde ich sehr cool. Ansonsten, wo ich auf jeden Fall mal hin will, ist Las Vegas. Deine beste und deine schlechteste Schulnote? 1 und 6. In was? Die 1 in Sport und in was lief es nicht so gut? Die 1 in Mathe. Der Banker. Und die 6 war, glaube ich, irgendwann mal für irgendeinen Aufsatz in Deutsch oder so. Gibt es irgendeine Person, die du gerne mal kennenlernen würdest?
Vollmer. Warum? Weil er es geschafft hat und weil ich das sehr, sehr cool finde, weil er in Deutschland in der Jugend angefangen hat und sich den Weg hochgearbeitet hat und es jetzt da ist, wo viele andere hin wollten, unter anderem eben auch ich. Kommen wir nochmal kurz, letzte Frage, auf Universe zu sprechen. Wie viel Potenzial steckt in dem Verein für die Zukunft? Ich denke, in dem Verein steckt extrem viel Potenzial, wenn die Helfer, wir haben 150 Helfer am Tag, weiterhin so arbeiten, wie sie es machen. Darum kann man nur bitten, das darf man nicht verlangen, kann man auch nicht verlangen. Und wenn unser sportlicher Vorstand weiterhin so gute Arbeit macht, wie er es dieses Jahr getan hat, das ist der Philipp Pawelka, der macht einen grandiosen Job. Und wenn der weiter so macht und wir sportlich auch vorankommen, dann steckt in dem Verein richtig viel Potenzial. Und ich denke, man kann uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall ganz, ganz oben sehen. Was wünschst du dir für die kommende, jetzt demnächst startende Saison? Sehr viele Siege und einen Aufstieg. Alles klar, dann ist das doch ein gutes Schlusswort. Wünschen wir dir natürlich auch. Wir werden natürlich die Universe auch bei Rhein-Main-TV begleiten. Danke dir für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Liebe Zuschauer, das war's wieder von uns. Das war's von Profis persönlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.